Ja, hallo und herzlich willkommen. Dies ist das zweite Video zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung aus meiner Reihe, die sich mit diesem Themenkomplex eben beschäftigen soll. Heute möchte ich über ein paar grundlegende Begriffe reden, die wir in Zukunft eben halt benutzen werden. Wir hatten beim letzten Mal ja schon einen Überblick oder einen Abriss zum Thema Mengenlehre gegeben, um sicherzugehen, dass da auch jeder auf demselben Stand ist. Und jetzt gehen wir einfach nochmal durch so ein paar wichtige Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung durch. Das erste, was wir so brauchen, ist der Begriff des Zufallsexperiments. Und was verstehen wir darunter? Ja gut, ein Zufallsexperiment ist halt irgendetwas, das ich halt durchführen kann. Ich muss es halt durchführen können, ne? Aber ich weiß eben nicht, ich kann nicht mit Bestimmtheit voraussagen, was bei diesem Zufallsexperiment eben halt rauskommen wird. Also es ist durchführbar, aber hat einen unbekannten Ausgang. Im einfachsten Fall könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich eine schwarze Kiste habe, die hat außen drei Lampen angebracht, eine rote, eine grüne und eine blaue und einen Knopf. Und wenn ich jetzt auf diesen Knopf drauf drücke, dann leuchtet halt eine dieser drei Lampen auf. Ich weiß aber nicht, was in dieser Kiste passiert. Ich kenne den Mechanismus nicht. Und es ist auch nicht irgendwie trivial vorhersagbar, dass die immer irgendwie rot, grün, blau in der Reihenfolge durchleuchten, sondern ich drücke und dann kommt irgendeine Lampe und ich habe keine Idee, welche Lampe das beim nächsten Mal sein wird. Das wäre so ein klassisches Zufallsexperiment. Ein anderes Beispiel wäre so ein Münzwurf, ne? Also ich habe so eine Münze und ich schnipp die jetzt in die Luft und wenn ich das nur hinreichend schnell mache, dann kann ich auch nicht mehr sinnvoll vorhersagen, ob da jetzt Kopf oder Zahl bei rauskommt. Also ist auch das durchführbar, aber hat einen unbekannten Ausgang, den ich halt nicht vorhersagen kann. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich einen Würfel mit sechs Seiten habe und den halt werfe. Nur auch da ist halt nicht vorhersagbar, was dieser Würfel dann, welche Zahl am Ende dann oben liegen wird. Also ein Zufallsexperiment ist irgendwas, was ich machen kann, wo ich aber nicht weiß, was dabei rauskommt. Und dann brauchen wir den Begriff der sogenannten Elementarereignisse. Und ein Elementarereignis ist eben ein Ausgang, den das Zufallsexperiment annehmen kann. Also das wäre jetzt im Beispiel des Würfels zum Beispiel, könnte die Augenzahl 1 fallen. Genauso könnte natürlich auch die 2, 3 oder die 4, 5 oder auch die 6 fallen. Theoretisch könnte der Würfel natürlich auch auf einer Kante oder einer Ecke stehen bleiben. In aller Regel vernachlässigt man diese doch extrem unwahrscheinlichen Fälle, weil man sich halt das Leben halt ein bisschen einfach machen will, ne? Bei einer Münze zum Beispiel könnte Kopf oder Zahl fallen. Das wäre ein Elementarereignis. Oder bei der Kiste zum Beispiel könnte, wenn ich auf den Knopf drücke, die Lampe rot leuchten. Das wäre ein elementarer Ausgang, den das Zufallsexperiment annehmen kann. Und die Menge aller Elementarereignisse, die bezeichnet man in der Regel mit Omega. Das ist dieses Symbol hier. Wer Elektrotechnik hatte, kennt das vielleicht noch als das Symbol für den elektrischen Widerstand. Und wir werden das eben halt ganz oft als Symbol benutzen, mit dem wir die Menge aller Elementarereignisse beschreiben. Jetzt interessieren uns ganz oft aber nicht Elementarereignisse, sondern ganz oft interessieren uns eigentlich Ereignisse. Und das ist ein bisschen was anderes. Ein Ereignis ist nämlich immer eine Teilmenge von Omega. Also wir haben dann immer so ein Ereignis A, das ist immer eine Menge, eine Teilmenge von Omega, also eine Menge von Elementarereignissen. Und das beschreibt eben etwas, was beim Zufallsexperiment passieren kann. Aber eben nicht notwendigerweise einen elementaren Ausgang, sondern halt auf einer etwas höheren Abstraktionsebene kann es das Ganze beschreiben. Dabei meinen wir, dass das Ereignis A aufgetreten ist, wenn eines der Elementarereignisse W aus A aufgetreten ist. Als Beispiel zum Beispiel, wenn ich wieder den Würfel mir anschaue, dann wäre das Ereignis gerade Augenzahl, würde also dieser Menge 2, 4, 6 entsprechen, weil das immer nur mal die Elementarereignisse sind, die ich halt als gerade Augenzahl interpretieren würde. Ich könnte auch das Ereignis Augenzahl kleiner 4 definieren. Das wäre dann zum Beispiel b gleich 1, 2, 3. Das sind eben alle Elementarereignisse, die kleiner als 4 sind.
Und auch davon kann ich jetzt wieder eine Menge bilden, nämlich die Menge aller Ereignisse. Das bezeichnen wir dann eben halt ganz oft auch als Ereignisraum. Und das schreiben wir hier mit diesem Großsigma. Und jetzt ist es eben so, dass ich hier in aller Regel, zumindest wenn ich noch über endliche Ereignismengen rede, dass man da eben ganz oft einfach die Potenzmenge von Omega nimmt. Wir hatten das gerade im letzten Video schon kurz erläutert. Die Potenzmenge war die Menge aller Elementarereignisse, aller Teilmengen von diesem Omega. Man muss das nicht so machen, also man kann das auch anders wählen. Da muss man aber halt sehr genau wissen, was man tut und aufpassen. Dann muss dieses Großsigma hier bestimmte Eigenschaften erfüllen. Man muss dann eine sogenannte Sigma-Algebra einführen. Und das wollte ich jetzt in diesem Detailgrad hier für diese Veranstaltung nicht machen. Also für uns ist jetzt der Einfachheit halber, zumindest in den nächsten 20 Videos wahrscheinlich erstmal dieses Sigma im Grunde immer diese Potenzmenge. Und wenn wir das irgendwann mal aus bestimmten Gründen anders machen müssen, dann werden wir dann nochmal explizit drüber reden. Bleibt eigentlich nur noch der Begriff des sogenannten Wahrscheinlichkeitsmaßes. Und das ist rein mathematisch gesehen erstmal eine Abbildung von diesem Großsigma in die reellen Zahlen rein. Also mathematisch schreibt man eben P ist halt so eine Funktion, die von Sigma nach R abbildet. Das heißt also eine Funktion, die jedem Ereignis eine reelle Zahl zuordnet. Und das darf sie eben nicht vollkommen willkürlich, sondern diese Zuordnung muss bestimmte Eigenschaften erfüllen. Da möchte ich im nächsten Video etwas intensiver drüber reden, wenn wir die Kolmogorowschen Axiome kennenlernen werden. Aber jetzt für heute reicht es halt erstmal zu wissen, dass so ein Wahrscheinlichkeitsmaß erstmal eine Abbildung ist, die jedem Ereignis eine reelle Zahl zuordnet, die wir dann später eben halt als die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses interpretieren werden. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Also man könnte sich vorstellen, ich habe hier so ein Schwungrad mit diesen drei Flächen, 1, 2 und 3. Und wenn ich das Rad jetzt halt stark andrehe und das kommt dann irgendwann zur Ruhe, dann wird es halt, dieser gelbe Pfeil da unten wird halt dann entweder auf die 1 oder die 2 oder die 3 zeigen. Und wenn ich das nur schnell genug gemacht habe, dann habe ich auch keine sinnvolle Möglichkeit mehr, das irgendwie vorherzusagen, was passieren wird. Also es ist halt zufällig. Ich kann das durchführen und es hat einen zufälligen Ausgang. Und hier in dem Fall ist natürlich die Menge der Elementarereignisse, Omega, ist die Menge mit den Zahlen 1, 2, 3, weil ja entweder diese 1 oder die 2 oder die 3 auftritt und eben nichts anderes auftreten kann. Und der Ereignisraum Sigma, wie ich gerade schon gesagt habe, wählen wir hier halt die Potenzmenge von Sigma, von Omega. Und das wäre dann eben halt diese Menge hier, die besteht aus diesen 8 Elementen. Und das ist zum einen die leere Menge, weil die halt nun mal immer Teilmenge von jeder Menge ist. Und die brauchen wir halt hier formal korrekt erstmal, brauchen wir die hier drin. Auch wenn das natürlich etwas ist, was so nicht passieren kann, aber wir brauchen es halt formal korrekt erstmal. Dann ist das natürlich die Menge, wo nur das Element 1 drin ist, oder die Menge, wo nur das Element 2 drin ist, oder die Menge, wo nur das Element 3 drin ist. Auch die drei brauchen wir natürlich. Das sind ja Dinge, die passieren können. Das sind nämlich die Elementarereignisse. Und dann brauchen wir aber eben auch die Menge, wo das Element 1 und 2 drin ist. Das entspräche dann dem Ereignis, dass nicht die 3 auftritt. Oder wir brauchen die Menge 1, 3. Das entspräche quasi dem Ereignis, dass nicht die 2 auftritt. Und wir brauchen natürlich auch die Menge 2, 3. Das entspräche dem Ereignis, dass nicht die 1 kommt. Und natürlich, wie wir auch schon kennengelernt haben, brauchen wir halt noch ganz Sigma dann drin, weil ganz Sigma ist ja auch Teilmenge von sich selbst. Und das beschreibt im Grunde das sogenannte sichere Ereignis, also das Ereignis, dass überhaupt irgendetwas passiert. Das ist auch immer Teil von diesem Großsigma hier. Und jetzt brauchen wir im Grunde nur noch ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Dazu müssen wir halt jedem Ereignis A eine Wahrscheinlichkeit P von A zuordnen. Das könnten wir beispielsweise so tun. Also wir könnten zum Beispiel sagen, die Wahrscheinlichkeit für das unmögliche Ereignis, für die leere Menge soll bitte 0 sein. Die Wahrscheinlichkeit für die Menge 1 soll 0,25 sein. Die Wahrscheinlichkeit für die Menge 2 soll auch ein Viertel sein. Die Wahrscheinlichkeit für die Menge 3 soll ein halb sein.
Die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis, also dafür, dass nicht 3 auftritt, soll ebenfalls 1/2 sein. Die Wahrscheinlichkeit für 1,3 soll 3/4 sein. Die Wahrscheinlichkeit für 2,3 soll ebenfalls 3/4 sein. Und die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses soll bitte 1 sein. Das könnten wir so definieren. Ob das jetzt so in dieser Form sinnvoll, formal korrekt definiert ist, darüber möchte ich halt im nächsten Video reden. Aber für heute reicht es auch schon wieder. Wir haben ein paar wichtige Begriffe kennengelernt. Wir haben ein Beispiel gesehen, wie so ein Zufallsexperiment aussehen kann und wie man das eben halt in diesen Formalismus übersetzt. Und im nächsten Video möchte ich dann ganz konkret über diese Eigenschaften reden, die dieses Wahrscheinlichkeitsmaß erfüllen muss, um eben halt sinnvoll, beziehungsweise erstmal halt ja formal korrekt zu sein. Wenn ihr Fragen oder Kommentare oder Anregungen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach unter dem Video kurz was postet. Oder wenn euch meine Videos gefallen, dann gebt mir halt ein Like. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video und sage erstmal bis dahin. Ciao, ciao.